Okay, und damit herzlich willkommen zur wahrscheinlich letzten Aufnahmesession von Pokémon Legends Arceus. Ich habe offstream alle Geisterlichter gesammelt. Und auf Aufnahme. Das heißt, wir werden jetzt zu der jungen Dame da hinten gehen. Ihr Bescheid geben, dass wir alle Geisterlichter haben. Und sein Kryptok abholen. Sollten wir den Unruhstifter, der so viel verbrochen hat, wieder versiegeln können. Dafür müssen wir aber zu den Nebelruinen gehen. Dort können wir das Siegel wieder schließen. Okay. Treffen wir uns dort, sagen wir zur gleichen Zeit, zu der wir uns beim ersten Mal begegnet sind. Fragezeichen. Was? Okay, nach zu den Nebelruinen im roten Sumpfland. Ja, let's go. Sumpfland. Die Nebelruinen müssten ja auch gleich hier vorne sein. So. Warte mal, was ist das überhaupt? Diamantruinen des Trostes. Nein, stopp. Da, Nebelruinen sind da oben. So, stopp. Gas hat euch da. Zack, und dahin. Leute, lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Ah, da hinten ist es. Oh, lol, hier ist sogar ein Trasler. Was? Okay. Ordentlich Paddy hier. Ganz hat mich gesehen. Ich weiß nicht, welches, aber ist mir auch egal. Was ist das denn? Ah ja, okay. Wenn man näher rangeht, kriegt er eine Glättung, aber selbst dann ist es noch, ja, gut, okay. So, dann wollen wir mal Safety First einmal kurz speichern. Ich habe schon auf dich gewartet, Dream of Mine. Legen wir gleich los. Dafür muss ich dir aber noch was beichten. Ich habe dir eine klitzekleine Lüge aufgetischt. Es gibt nämlich in Wahrheit 108 Geisterlichter. Das letzte ist in meinem Besitz. Würdest du auch dies bitte mit dem Spirit Can einsammeln? Und dann ist sie gleich weg. Zuvor möchte ich dich aber noch etwas fragen, du auch meinen. Was hältst du von mir? Bist du mysteriös? Mysteriös, sagst du? Da liegst du richtig. Du scheinst mich durchschaut zu haben. Sie ist wahrscheinlich schon dead. Nun, zum letzten Geisterlicht. Der Reisende, der seine mysteriösen Künste nutzt, wird mir nun auch endlich vergeben. Oh, bitteschön, Herr Jung. Augen zu. Schwupps, und sie ist weg. Und das Geisterlicht ist da. Oder? Sie ist gone. Und das Geisterlicht ist direkt vor Kryboxstein. Spirit Can fängt an zu leuchten. Spirit Can ist spurlos verschwunden. Dich all die Geisterlichter einsammeln zu lassen, war mein letzter Streich. Vielen Dank, dass du dich darauf eingelassen hast. Vergiss mich nicht.
Geisterlicht im Dunkeln, denn ab. Doppelrettig, drei Stück. Ich spüre die Präsenz eines seltsamen Pokémon. Jetzt habe ich meinen Kopf hinter mir. Level 60. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viel Schaden die Fähnbrise halt tatsächlich unterm Strich macht, weil sie jetzt sehr effektiv ist, deswegen mache ich mal eine Tempo-Fähnbrise. Oha, okay. Kaball! Bleib bitte drinne. Nach Krippok. Das Problem ist halt, ich kann nicht noch mit den Briefen machen, weil dann ist es halt bad. Dead ist nix gut, da ich haben will, Pokémon. Versuchen, das mit Pantimimit einzuschläfern. Oder schläfrig zu machen. Ich meine, das ist voll kontraproduktiv. Bitte 90 Tempo-Technik machen, damit ich so viel Schaden mache. Ja, das ist sehr gut. Jetzt ist es paralysiert und im roten Bereich. Also, Krippok bleibt gefälligst drinnen. Danke. Geht doch. Krippok wurde gefangen. Gut. Damit ist der Pokédex tatsächlich vollständig. Wir haben alle Pokémon. Krippok muss ich jetzt nur noch abgeben. Jetzt auch würde Krafttechnik gesehen. Okay, gut, die muss ich ja dann auch noch machen. Den habe ich komplett voll. Jo, wer hätte das erwartet? Porygon, Porygon, Z, Bob. Ganze Kram muss ich dann alles nochmal machen. Das mal über Offstream und dann, keine Ahnung. Ja, alle Einträge mal voll machen. Hier oben habe ich halt schon relativ viel Pantimos, Pantimini. Mal ja, gucken. Was muss ich hier noch machen? Mimikry noch einmal und ja, wird Exemplare gefangen, damit Nahrung füttern. Okay. Gut, okay. Dann
Die Taschen sind mir jetzt erstmal egal. Ich will einfach nur kurz die beiden Sachen noch machen, die ich machen wollte. Kripok, sind auf Level 3. Bucklex ist also endlich vervollständigt. Wenn man es genau nimmt, musste man ihn eigentlich Dream of Mindex nennen. Ich erinnere mich noch an die Nachricht, die du bekommen hast, als du in unsere Welt gefallen bist. Begegne einen Pokémon, nicht wahr? Dieses Ziel hast du nun erreicht. So musst du als nächstes hin. Auf den Kraterberg zum Sinnoh-Tempel. Ganz Sisui ist dies der Ort, der dem Himmel und damit dem Rest des Universums am nächsten ist. Was dort passiert wird, ist ungewiss. Als Wissenschaftler interessiert mich das Ganze natürlich brennend, aber dies ist dein Abenteuer, deine Geschichte. Also liegt es an dir allein, dorthin zu gehen und es herauszufinden. Wir haben beide unsere eigenen Pflichten, die es zu erfüllen gilt. Während du dich zum Sinnoh-Tempel begibst, werde ich mich nochmal genauer mit dem Pokédex befassen. Gegen ein Pokémon im Sinnoh spielen dann Altar die Flöte. Brauche ich eigentlich gar nicht. Ich gehe ja eh zum zurück ins Dorf. Ich sollte vielleicht für den Kampf gegen Arceus einfach mein normales Team mitnehmen. Wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ich nicht unbedingt hart auf den Sack bekomme. So, letzte Weide irgendwo ganz hinten. Da. Da haben meine Shinies, die ich mittlerweile habe. Fehlt da nicht eins? Weiß es gerade gar nicht. Egal. Ah ja, genau. Hier haben wir. Ich wusste doch, ich habe noch irgendwo eins gehabt. Oh. Gut, Timimi noch tauschen gegen Gyarados, oder? So. Die vier da unten sind mein Unterschied zum Standard-Team. Gut. Dann wollen wir mal. Bergbasis. Nein, das war das Falsche, aber ist egal. So. Ich sag mir, dass mich jetzt hier nicht noch irgendein unnötiger Kampf erwartet. So.
Der Sinnoh-Tempel. Kurz nochmal speichern. Und dann werden wir mal gleich die Flöte spielen. Du spielst auf der Azurflöte. Klar, natürlich weiß ich ganz genau, welche Melodie ich spielen muss. Logisch. Eine Treppe aus Licht erscheint. Na dann. Ist auch gar nicht komisch, dass da eine Treppe aus Licht auf einmal einfach vor mir ist. Jetzt mal auf den Kampf gegen Arceus gespannt. Also es ist, glaube ich, einer wie bei den Dings auch. Du musst den erst mit Gaben bewerfen, glaube ich. Aber mal schauen. Ah. Hello, Arceus. Jetzt bin ich immer gespannt. Alter Schwede, ist das laut. Na, Spiel? Ah, jetzt. Ach du heilige Scheiße, das wird ja noch nicht gefährlich. Ah nein! Ah, okay. Alter Schwede, bitte was? Ja, mit Schwarzwagen habe ich mir schon was gedacht. Kampf mal starten. Was lässt die übernehmen? Was? Hm. Alter Schwede. Holy fucking hell. Okay.
Ah, das war kacke. Darf ich nach hinten ausweichen? Ja, ich bin doch gedodge-rolled. Einmal. Zu früh gedodge-rollt. Alter Schwede, das ist ein Joke, oder? Das ist halt ein fucking Joke. Ah, okay, man kann die Leiste übernehmen, okay. Was, möchtest du die Bootleiste übernehmen? Ja, I don't know. Achso. Okay, das enraged irgendwann halt einfach, oder was? Okay, man kann das also ein bisschen einfacher sich machen. Ich werde es tatsächlich jetzt einfach mal der Einfachheit halber mal machen, damit ich jetzt nicht irgendwie 10 Jahre an diesem Try sitze. Mittlerweile auch schon spät. Hä? Wait a second. Oh, erstmal falsch das tun. Hä? Ich hab doch gesagt, du sollst ein bisschen gleich übernehmen, oder nicht? Oh, come on. Das hat funktioniert. Nein. Ja, steh wieder auf. Heute noch. What? Gleich nochmal? Oh, come on, bitte. Das war's. Ich habe nichts gesehen, das ist zum Kotzen. Achso, du bist einfach doppelt gefragt, ob du die Leiste übernehmen willst. Ah, alles klar. Das ist anstrengend und nervig, deswegen übernehme ich jetzt noch die Leiste. Wenn du die Leiste übernehmen willst, wird der Fortschritt in der Sitzung groß übernommen. Möchtest du die Wutleiste übernehmen? Ja, möchte ich. Na, Spiel. Gehen wir es heute noch hin? Der übernimmt es aber nicht. Ach, fuck off. Ach, come on! Jetzt bin ich dran, ne? Dass mein Control-Stick nicht ganz so funktioniert, wie er sollte, weil der rutscht hier gerade einfach runter. Alles klar.
Ah, okay, in der Zeit hätte ich da jetzt... Stupid. Okay, also ich hätte in der Zeit, wo der Sphi da jetzt gestanden hätte, hätte ich das Sphi einfach die ganze Zeit bewerfen müssen und dodgen müssen. Okay, alles klar. Das ist halt dumm. Okay. Warum kann ich den... Also wenn ich hier auf Leiste übernehmen gehe... Warum übernimmt er das nicht? Das verstehe ich halt nicht. Ah, okay, der macht chapterweise den Fortschritt nur mit. Okay, alles klar, da denke ich zumindest. Das wäre jetzt das einzig Logische. Da ich über das erste Ding jetzt noch mal was will. Oh, come on! Nein! Ein Dodge roll ich denn nach hinten? Oh God. Ich muss dann zu ihm, wo es sich interpretiert hat. Okay, aber jetzt kann ich wahrscheinlich in Phase 2 einsteigen, denke ich jetzt mal. Leiste übernehmen, ja. Leiste übernehmen, ja. Also ich hoffe zumindest, dass ich jetzt in Phase 2 einsteigen darf und nicht wieder von Anfang an machen muss, weil das irgendwie buggy ist oder so. Ah, okay. Oh, okay. I got it. Let's see.
Ach, so machen wir das jetzt. Darf ich jetzt bitte wieder... Alter, what the fuck? Willst du mich verarschen, Akne? Habe ich denn irgendwen, der sehr effektiv ist? Da, Dampfwalze. Ja, let's go. Hatten das für? Oh no, warum? Nervig ist halt, dass das immer wieder seine Scheiße wechselt, ne? Also dann immer wieder umsetzen. Jedes Mal wieder sehr effektiv ist. Das ist halt ein Joke. Okay, aber jetzt haben wir was ganz Wichtiges. Jetzt können wir nämlich Folgendes machen. Phase nicht mehr gekriegt. Ah, es ist ärgerlich. Ah, ich wollte wenigstens die Phase noch haben. Ja, ich möchte die gute Leiste übernehmen. Ich möchte das nicht nochmal von vorne machen. Das ist keine gute Idee. Na los. Spawn me, Akis. Oh doch, es hat gereicht. Ich glaube, das seitlich dodgen ist es. Oh Gott. Das ist trotzdem nicht gedodgen. Da ist es nicht mehr bewegt danach. Na gut.
das hat gereicht. Ah, hallo Akis. Na, was jetzt? Du hast das verbracht. Du bist erfolgreich einem Pokémon begegnet. Ein unerschütterliches Herz kann Wünsche Wirklichkeit werden lassen. Du hast, das hast du mit deinen Taten unter Beweis gestellt. So wie es schon der Held der Vorzeit an der Seite seiner Verbündeten getan hatte. Du, die du Raum und Zeit durchquertest, hast mir dies erneut vor Augen geführt. Das bereitet mir Freude. Es war eine gute Entscheidung, dich in diese Welt zu rufen. Du, die du hier vor mir stehst. Und das Universum, in dem du lebst. Ihr sollt meinen Segen erhalten. Überdies vertraue ich dir einen Teil von mir an. Ich wünsche, an deiner Seite über die Welt zu erfahren, über die du wandelst. Okay. So, jetzt die Legendentafel von Arceus. Diese Steintafel wohnt ein universelle Energie in. Sie wird von bestimmten Pokémon angewendet in einer Aktion. Achso. Okay. Das verehrte Pokémon abgeschlossen. Ich muss jetzt aber nicht nochmal gegen dich kämpfen, bevor ich dich fangen darf, oder? Arceus 75. Ja, alles klar. Ich habe Arceus bekommen. Sehr schön. Coolio. Wenn das so ist, dann gehen wir jetzt einmal hier schnell zurück zur Basis. Ist ja geil. Arceus. Und oh, Arceus hat instant einen perfekten Eintrag. Achso. Teil von Arceus an Vertraut bekommen. Möchtest du jetzt machen, ins Dorf zurückkehren? Gut, ich glaube, damit sind wir durch. Wir haben jetzt komplett alles, was man als Questbereich in Pokémon Legend Arceus machen kann, haben wir jetzt gemacht. Und ich glaube nicht, genau, es gibt keine neue Sidequest. Das heißt für mich, das war's. Gut, okay. Ich werde wahrscheinlich das Monkey eventuell aber offstreamen oder das auch nicht. Oh, nevermind. Was möchte Arceus von uns? Warum sollen wir in unsere Wohnung? Also in unser Apartment, in unsere Unterkunft? Wir sollen schlafen, okay. Möchtest du dem Ruf antworten? Ja. Wir sind wieder im Arceus Realm, okay. Was möchtest du, Arceus? Willkommen in der Welt der Traumkampfserie. Wie viele Kämpfe du bestehst, hängt von deinen Fähigkeiten ab und von deinem Glück. Hab Vertrauen in deine Stärke und finde heraus, wie weit du dich vorkämpfen kannst. Dies ist der erste Kampf, was möchtest du tun? Mondsichel, Auswahl aus der Zukunft, Schnee des Südens. Okay, also hier sind einfach nur... Ah, okay.
85. Gegen diese Punkte kannst du die verschiedenen Sachen von deinem nächsten, für deinen nächsten Kampf, vor deinem nächsten Kampf, okay. Willst du, möchtest du tun, Wunsch aussprechen? Was ist denn das? Was geht denn theoretisch? Ah, okay, alles klar. Komm, in der Teamspitze. Ah, okay, alles klar. Möchtest du wirklich aufhören? Ja, möchte ich, danke. Neue Höhenklötze, Schicksal wird wieder zusammenführt. Okay, alles klar. Also das ist einfach nur so ein Zusatzfeature jetzt, was es gibt. So ein Late-Game-Feature, damit du irgendwas zu tun hast. So ein Kampfturm, sage ich jetzt mal. Oh, vor deinen Füßen liegt das. Ein Sternstück. Okay, man kriegt also auch Items durch das Zeug, wenn man das macht. Gut, okay, aber das sollte es jetzt, denke ich, mal gewesen sein. Denke ich. Jetzt irgendwie nur noch, theoretisch könnte ich jetzt noch Shinies hunten. Das mache ich aber definitiv jetzt heute Abend nicht mehr. Eventuell dann ein anderen Mal. Achso, warte mal. Ich wollte noch mal gucken, ob der jetzt noch was zu sagen hat dazu, dass wir den Pokédex komplett vollständig haben. Oh, noch mal Bologna. Na, Exemplare besiegt, noch mal eins bekommen. Ja, okay. Okay, er sagt einfach gar nichts dazu. Keine Nebenmission mehr. Na gut, alles klar. Dann, gut. Wenn ihr gerne das Shiny Hunten oder ein paar Shinies haben sehen möchtet, dann können wir das natürlich irgendwie, lässt sich das bestimmt irgendwie einrichten. Aber so an sich war es das jetzt erstmal. Wir sehen uns Ende des Jahres, wenn Pokémon wiederkommt, bei Karmesin und Purpur wieder. Bis dahin, was Pokémon angeht, hau da rein.